Hallo, heute machen wir die sogenannte Bernoulli-Ungleichung. 1 plus a hoch n größer gleich 1 plus n mal a für a größer gleich minus 1 und für alle n aus n war ja sowieso klar. Induktionsanfang. Hier gilt die Besonderheit noch für alle n Element n0 und a größer gleich minus 1. Dann fangen wir an. N gleich 0. Dann haben wir hier 1 plus a hoch 0 größer kleins 1 plus 0 mal a. Das ist also gleichbedeutend mit 1 größer gleich 1. Das ist natürlich richtig. Also gilt Behauptung für n gleich 0. Der Induktionsschritt, der geht von n nach n plus 1. Die Induktionsvoraussetzung ist dabei 1 plus a hoch n größer gleich 1 plus n mal a für ein n Element n. Zu zeigen, 1 plus a hoch n plus 1 größer gleich 1 plus n mal plus 1 plus n plus 1 mal a. Beweis. Wir fangen links an und arbeiten uns nach rechts durch. Also 1 plus a hoch n plus 1 ist ja gleich 1 plus a hoch n mal 1 plus a. Das multiplizieren wir aus. 1 plus a hoch n plus a mal 1 plus a hoch n. Das ist dann wiederum gleich. Hier wenden wir die Induktionsvoraussetzung an, größer gleich 1 plus n mal a für dieses hier plus a mal 1 plus n mal a. Das gilt natürlich nur, wenn a größer gleich minus 1 ist. Das können wir uns ja schon denken, weil das hier hinten wäre ja zum Beispiel ein Teil negativer Term. Ne? Und das wiederum kann ich ja dann wieder umformen. 1 plus n mal a plus a plus n mal a Quadrat. Das wiederum ist größer gleich. Jetzt kann ich die beiden zusammenfassen. 1 plus n plus 1 mal a plus n mal a Quadrat. Das hier wiederum ist größer 0, deswegen kann ich das abschätzen zu größer gleich 1 plus n plus 1 mal a, und das ist das, was ich zeigen wollte. Daher weiß ich dann aufgrund der Transitivität 1 plus a hoch n plus 1 größer gleich n 1 plus n plus 1 mal a
für ein N-Element. N, also gilt Behauptung eben, und daher gilt dann für alle N-Element. N 1 plus A hoch N größer gleich 1 plus N mal A, also die sogenannte Bernoulli-Ungleichung. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.